Wer versteckt sich denn da zwischen all den Beinchen und Hörnern? Es ist das neue Baby der westkaukasischen Steinböcke im Frankfurter Zoo. Trotz des Regens wagt sich das wenige Tage alte Junge raus auf das Gelände. Denn da, wo Mama Sochi hingeht, muss natürlich auch das Kleine mit. Dass die Steinböcke zum ersten Mal Nachwuchs bekommen haben, macht den Zoodirektor sehr stolz. Die Tiere, die westkaukasischen Steinböcke, sind in der Natur sehr stark bedroht. Und zwar deswegen, weil sie bejagt werden. Und wir sind froh, dass wir mit unserer Nachzucht hier im Zoo Tiere für eine stabile Zoopopulation bekommen. Denn wir wollen in den Zoos, gibt ungefähr 136 solche Tiere in europäischen Zoos, eine stabile Population aufbauen. Die Tiere gehören zur Gattung der Ziegen und kommen ursprünglich aus den Bergen entlang der russisch-georgischen Grenze. Durch das Leben an Steilhängen in großer Höhe sind die Tiere echte Meisterkletterer. Die Weibchen wiegen zwischen 58 und 71 Kilo und sind bis zu 90 Zentimeter groß. Die Männchen sind mit einem Gewicht zwischen 123 und 155 Kilo und einer Schulterhöhe bis zu 110 Zentimetern deutlich schwerer und größer. Besonders eindrucksvoll die knapp 1 Meter lang gebogenen Hörner der Männchen. Zweimal täglich werden die Tiere gefüttert. Sie kriegen Heu und sie kriegen auch ein sauberes Strohbett und dann fressen sie auch, also in die Raufe kriegen sie auch Stroh, ganz sauberes Stroh, das fressen sie auch sehr gerne. Die kriegen aber auch am Tag über Pellets, also morgens eine Hälfte und mittags eine Hälfte von so einem 5-Liter-Eimer. Und da sind halt auch die Nährstoffe drin. Nach 2 bis 3 Jahren sind die Tiere geschlechtsreif und damit ausgewachsen. Als Vater des Babys kommt entweder der 5-jährige Bock Anton oder der 4-jährige Schreck in Frage. Wer der Vater ist, wissen wir nicht. Und es ist eigentlich auch egal, denn beide männlichen Böcke, die wir hier haben, sind potenziell gute Väter, genetisch gesprochen zumindest. Denn ansonsten kümmern sich die Böcke ja gar nicht um die Jungtiere. Die Aufzucht ist allein Sache der Mutter. Aber wie heißt denn das Jungtier? Was für ein Geschlecht das ist, das wissen wir selber noch nicht. Das ist auch im Moment auch gar nicht wichtig. Ja, weil wir müssen erst mal gucken, ob das Jungtier überhaupt durchkommt und gesund bleibt. Ja, das kann immer noch mal Komplikationen geben, auch von der Mutter her, man weiß es nicht. Aber so wie es im Moment aussieht, läuft das auch ganz gut. Vielleicht bekommt das Junge ja bald einen Spielgefährten. Da bei den Steinböcken gerade die Zeit für Nachwuchs ist, steht noch nicht fest, ob auch Ture-Dame Kaski ebenfalls ein Baby bekommt.